Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zu Black Mesa. Ja, wir sind hier irgendwie in so einer Kammer mit irgendwelchen Rührgeräten. Da wird wahrscheinlich radioaktives Material zerrührt. Und hier sehen wir schon ein Monsterchen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier über die Rohre, richtig? Hier rein? Nein, kommen wir nicht. Mal die Scheibe hier. Okay, hier kommen wir gar nicht durch, richtig? Ja. Hier kommen wir nicht durch. Lecker! Ich habe mich mal schlau gemacht, was das genau für ein Viech ist. Der nennt sich Bull Squid. Ne? Also, weil der hat so einen Tentakelmund und ist aber trotzdem, naja. Okay, Bull Squid. Ja. Hat ein leckeres Frühstück. Wir müssen hier hin, richtig. Und wir haben wieder keine Leiter, das heißt, wir müssen. Ja, Schaffen wir den Sprung überhaupt oder müssen wir erstmal dahin? Könnt ihr mal versuchen, ne? Ob wir weit genug kommen. Mit Anlauf und so. Ich bin guter Dinge. Hoffentlich. Oh, da erstmal richtig drauf zu landen. Eieieiei. Ja, okay. Zweiter Versuch. Hallo? Wieso ging der beim ersten Mal nicht auf? Ach, hier ist die andere Kamera. Hätten wir hier durchgekonnt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das bestimmt ausprobiert hier. Die Tür aufzumachen und es ging nicht. Naja, egal. Anlauf hier. Es muss doch weit genug gehen hier mit dem Sprung. Also. Und nein, nächster. Ja, zu. Ich bin nicht abgesprungen. Ich bin einfach nur durchgelaufen. Okay. Eine Müdigkeit. Eine Müdigkeit, Freeman. Du musst es schaffen. Vielleicht mal so ein bisschen an den Rand noch. So. So. Und ja! Wir haben es geschafft! Ja, und jetzt richtig abspringen. Ich krieg mir echt einen Drehwurm. So, und wann springt man richtig ab? So. Drehwurm. Ja! Yes! Geschafft! Abspeichern! Ja, sowas muss man abspeichern. Okay, ich habe jetzt nicht alle Fenster hier gecheckt, ob ich da irgendwo doch durch kann, aber ich habe auch nicht wirklich Lust. Durch ist durch. Was ist das hier für ein Kabel? Ist da Strom dran? Okay, Tür kriegen wir nicht auf. Abgespeichert habe ich.
Läuft hier gerade irgendwo Gas raus? Oh, Level geschafft. Yay. Was heißt Level geschafft? Also, nächster Abschnitt. Nächster Abschnitt. Dumm, die dumm. Die dumm, die dumm. Okay, irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Ist dumm. Licht aus. Und nicht auf uns aufmerksam machen. Ich weiß gar nicht, ob die KI so weit ist, dass sie ein Licht erkennen würde. Förderbänder mag ich gar nicht. Da wird man so in viele Situationen gezwungen durch Förderbänder. Soll doch nicht wirklich jetzt in den Müll reinspringen, oder? Oder doch? Ist keine Möglichkeit. Hier ist eine Kiste. Ah, gut, da hinten sind auch Kisten. Naja, ich befürchte das Schlimmste, rein ins Vergnügen. Nichts passiert, okay. Wir sind auf der Müllhalde. Ich will mal kurz gucken, ob hier irgendwas von Interesse für uns ist. Ist es auch von Interesse, vielleicht für uns irgendwo hier raufzulaufen? Nö, ne? Ich glaube nicht. Können wir auch hier rauf? Wir können auch hier rauf. Wir müssen nicht mit diesem Förderband. Okay. So, ich mach mal wieder Licht an. Okay, nichts Wichtiges gefunden. Ha. Huh. Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache, aber ich spiele gerade so ein bisschen mit der Physik-Engine hier. So, der kommt auch noch mit. Zack. Mal gucken, wo die Sachen ankommen. So, unsere Pistole. Aha. So, die ganzen Sachen sind angekommen. Fein, fein. Habe ich hier irgendwas verpasst? Nö, ne? Hier haben wir nichts verpasst. Hier haben wir gar nichts verpasst. Jetzt können wir auf dieses Rohr.
da sollte man nicht runterfallen, ne? In diesen komischen Müllfluss. Alles verschlossen. Ich möchte hier durch. Ich möchte hier durch. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Extra eine Brechstange und so eine blöden Holztüren gehen nicht kaputt. Okay. Also, welches Rohr eignet sich, um hier jetzt weiter nach unten zu kommen? Vielleicht hier, ne? Vielleicht hier. Ja. Und Geronimo. Zack. Ich wette, irgendeins dieser Rohre wird brechen. Anders kann es ja nicht sein, ne? Zack. Da ist eine rote Tür, die geht vielleicht auf. Da ist auch eine rote Tür. Puh. Okay. Hopp. Okay, wir sind unten angekommen. Direkt bei der Plörre hier. Aber das hier, glaube ich, hab's, glaube ich, nicht gut gemacht. Ne? Ich glaube, das sollte nur durch das Loch hier kommen, oder? Durch das Rohr. Wo würde man wohl hinkommen, wenn man da... So, Telefon ist abgebaut. Na gut. Ja, Freunde, links oder rechts ist die Frage. Links oder rechts? Ich gehe mal links. Nein, ich habe eine schlimme Befürchtung. Wenn die Tür nicht auf ist, dann... Igitt. Okay. Ja. Mit der Strömung oder gegen die Strömung ist die Frage. Aber ich vermute mal mit der Strömung, ne? Ah. Ab ins Abwasser. Hui. Ja, ja, komm, 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 komm. Schwimm, schwimm. Uah, nein, 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 nein. Wurde ich hier gerade zerhäckselt? Ich glaube ja. Ich wurde zerhäckselt, Leute. Da ist ein Häcksler. Die Frage ist... Frage ist, wo ist der richtige Weg, ne? Also, einmal versuchen wir es noch. So, hier geht's nach unten. Ducken. Und... Nein, 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 nein. Nicht da rein, nicht da rein. Geht's oben drüber? Ja, hallo? Wie soll man da durch, bitte?
kann es möglicherweise sein, dass man... dass man eine bestimmte Zeit abwarten muss. Oder gar nicht durch den Hexer, sondern tatsächlich hier lang. Zum Beispiel hier so. Nee. Aber hier definitiv nicht. Na, da so durch. Da kommt man nicht durch. Man darf halt nicht in den Häcksler. Ha! Da, 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 da! Die rettende Treppe! Hui, geschafft! Yay! Und hier sind die bösen, bösen, bösen Türen. Alles klar. Alles klar. Es geht weiter. Es geht weiter. Aber es geht nicht mehr in dieser Folge weiter. Wir haben genug geschafft. Ich würde mal sagen, ich speichere jetzt hier ab. Wir machen ein Päuschen und in der nächsten Folge, ja, erkunden wir, ja, ich hoffe nicht mehr diese Brühe weiter, sondern was da vorne uns erwartet. Ja, bis dahin vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.